Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst stand 2 Wochen Reflexion vom 8.5. bis 15.05.1994 Date of Hersching. Diese Woche wurde von der Küche geprägt. Seit Mittwoch bin ich Brotposten. Zum Glück kein Springer mehr. Im Plenum am Mittwoch habe ich der Michaela gesagt, dass ich in sie verliebt bin. Ihre Antwort war positiv für mich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Kopf und Gefühl sagen das Gleiche. Beim Kleidereinkauf verspürte ich ein Kribbeln im Bauch. Es war wie ein Rausch. Wenn ich mit der Therapie fertig bin, muss ich Acht geben, nicht diesem Gefühl zu verfallen. Aber ich glaube, dass das wieder normal wird, wenn ich mich daran gewöhne. Ansonsten war nur Küche und in den Pausen in der Sonne liegen. Mit der Auflage vom AGV-Büro tue ich mir leicht. In 2 Wochen bin ich 6 Monate hier und ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Jo! Küchendienst, alter Verwalter, Herr. Ich muss ehrlich sagen, Küche war halt schon ein Knochenjob. Früher aufstehen als die anderen. Die anderen machen ja morgen Gymnastik oder gehen spazieren da. Und man selber ist da am Brotschneiden. Und ich war Brotposten zu dem Zeitpunkt schon. Das hat bedeutet, ich habe das Brot am Abend backen müssen. Einen Teig selber machen und selber herstellen. Da waren dann 2 Leute dabei, die zugeschaut haben, wie das Hefe ins Wasser reinkommt. Die Hefe dann aufgelöst, rein in ins Mehl, gleich verarbeiten und die kann ja ausspülen. Erst dann ist der wieder gegangen, damit man dann weiter knoten kann. Weil, ja, wisst ihr, man könnte was ansetzen. Ja, Hefe, Zuckerwasser, zack, Schnaps. Oder sonst irgendwas in die Richtung. Und es wäre möglich gewesen, dort auf dem Grundstück da irgendwo was zu verstecken und das gern zu lassen. Hatte ich aber nicht vor. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich dazu entschieden, erst einmal auf jeden Fall mich auf die Therapie einzulassen. Ja, Michaela, die hat halt ihre eigene Therapie dort gemacht. Ich weiß nicht, was in ihr los war zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall war sie auch verknallt und hat halt erstmal gesagt, ja, ich mag dich auch gern und er war halt dann noch nicht. Wir mögen uns und wir können uns was vorstellen und mal schauen, was die Zeit so bringt. Und während ich halt da in der Küche mich totgearbeitet habe, hat er sie sich eingewöhnen können. Und ich dachte immer, dieses Mal mache ich es richtig. Ich werde mich auf jeden Fall auf mich konzentrieren. Da gehört leider das mit der Frau dazu. Und werde sie aber nicht penetrieren oder irgendwie nerven. Also je nachdem, wie sie sich entscheidet, ich lasse ihr die entscheiden. Und also da war das mit Kleidereinkauf waren, da habe ich das erste Mal wieder Geld ausgeben können. Das war halt natürlich so prickelnd. Ich bin aus dem Gefängnis gekommen, habe da die ganze Zeit bloß 2-3 Mal einkaufen können. Hat nichts gehabt die ganze Zeit. Und dann komme ich da hin und habe nichts. Und gibt auch kein Übergangsgeld, also eine Sozialhilfe. Und das war auch nicht viel. Und dann muss man halt Kleidergeld beantragen. Und das Geld konnte ich dann ausgeben, neue Klamotten. Hä. Ja. Und damit ich keinen Kaufrausch finde, weil die Kaufrausch war echt Hammer, musste ich halt auf mich aufpassen. Das habe ich aber ganz gut hinkriegt. Ich hau nicht viel Geld raus. Ich brauche halt also meine Medizin. Morgens dann mittags natürlich und dann immer in der Küche mithelfen. Abendessen vorbereiten, Mittagessen vorbereiten, abspülen. Mit den Helfern zwar, die Spülstriche hatten, aber trotzdem musste man ja aufpassen. Und man musste dann auch wieder die Küche abnehmen. Das heißt, reingehen, schauen, ob alles sauber ist. Und wir waren echt alle ekelhaft, was die Reinigkeit angeht. Da haben wir extrem wieder drauf geachtet. Ja, aber musste auch, vor allem in der Küche, weil keiner irgendwie, dass das da schimmelt. Oder dass man da irgendwo beim Brotbacken da Pflaster verloren hätte. Knetet da halt mit der Hand den Teig, hat HIV, verliert das Pflaster und blutet da den Teig voll. Dass es nicht ansteckend ist nach dem Backen, das ist klar. Aber es geht einfach nicht, dass man da Blut im Teig hat, oder? Alter, ey, was hat denn der sich denkt? Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ist auch scheißegal. Steht auch nirgendwo hier drin, ich kann mich bloß noch daran erinnern. Aber das Krasse war halt, ich glaube, das ist nächste Woche, oder?
Ja, nächste Woche wird spannend, Leute. Da habe ich richtig viel geschrieben auch. Und ja, bis dahin, peace out.